Kennst du das? Du bekommst regelmäßig viele Briefe und Mails. Du öffnest aber die Briefe und Mails nicht immer sofort und verlierst daher schnell den Überblick, auch über deine Finanzen. Denn Briefe und Mails enthalten wichtige Informationen oder Rechnungen. Um dieses Problem zu lösen, haben wir einen Vorschlag. Ordne die Mails und Briefe und lege sie nach Themen in einem Ordnungssystem ab. Wie funktioniert ein solches Ordnungssystem? Es ist ganz einfach. Du brauchst dazu etwas, das verschiedene Register hat. Hier ein paar Beispiele. Finde heraus, welches Ordnungssystem für dich das beste ist. Die Dokumente können auch digital gesammelt werden. Unser Vorschlag für ein Ordnungssystem: diese Fächermappe. Überlege dir zuerst, welche Dokumente du ordnen willst und welche Kategorien du dazu brauchst. Schreibe die Register an. Häufige Kategorien sind zum Beispiel Eingang, Rechnungen, Steuern, Versicherung, Krankenkasse, Wohnen und Budget. Du hast es geschafft. Dein Ordnungssystem ist fertig. Nun kommen wir zur Anwendung. Plane fixe Zeiten in deinen Alltag ein. Leere regelmäßig den Briefkasten und lege wichtige Briefe im Ordnungssystem unter Eingang ab. Dasselbe machst du mit deinen E-Mails. Lege auch andere Unterlagen am besten täglich in dein Ordnungssystem ab, zum Beispiel Quittungen oder Rezepte für Medikamente. Geh einmal in der Woche, am besten immer am gleichen Wochentag, das Ordnungssystem durch und erledige die wichtigsten Sachen. Bezahle offene Rechnungen, schicke Rückforderungsbelege für Gesundheitsausgaben an deine Krankenkasse und lege alles in der richtigen Kategorie ab. Kontrolliere einmal jährlich alle Dokumente und räume auf. Aber Achtung! Viele Dokumente musst du mindestens 10 Jahre aufbewahren. Mache einen Ordner für Dokumente, die du nicht mehr brauchst, aber noch nicht wegwerfen kannst. Wir wünschen dir viel Freude bei der Anwendung und hoffen, dass du mit deinem Ordnungssystem zurechtkommst. Falls du Fragen hast zum Ordnungssystem oder zu anderen Geldthemen, dann schreibe uns im Money-Chat. Oder komm vorbei in die Monothek, in der Altstadt in Zürich.